Also ich bin jetzt angekommen bei Xchange in the City. Ich habe drei Teile dabei, einen Pulli, ein T-Shirt und ein Kleid. Und ich bin gespannt, was ich dafür heute Abend bekomme. So, hallo. Hallo. Bevor wir zum Kleidertausch kommen, gibt's in der Kunstausstellung von Jörg Eberwein aber erstmal einen kleinen Empfang. Zur Einstimmung auf den Abend und zum Kennenlernen. Für Musik, Unterhaltung und Wohlfühlatmosphäre ist bestens gesorgt. Es scheint, als will uns das Büchle geradezu zurufen. Wenn dir das Leber als saure Zitrone reicht, dann mach Limonade draus. Hier gibt's Sushi, Sekt, eine Kunstausstellung, Make-up und Schmuck. Ich glaube, mehr können sich die Frauen nicht wünschen. Und gleich geht's los zum Kleidertauschen. Also ich kenne die Claudia, die das mit veranstaltet und war jetzt einfach mal gespannt, was hier passiert. Und Kleidertauschen finde ich immer toll, von daher. Haben Sie bei sowas schon mal mitgemacht? Nur in ganz privatem Rahmen. Und das war immer sehr lustig, wenn sich die Frauen gegenseitig die Kleider anziehen, probieren, beraten. Das ist keine Konkurrenz, sondern richtig zusammen Spaß haben und sich neue Sachen aussuchen, ohne dass es Geld kostet. Also passen könnten sie, aber ins Dschungelcamp möchte ich noch lang nicht gehen. Andere haben da bei der Kleiderauswahl etwas mehr Glück. Ich habe eine Jacke gefunden und ein Kleid. Gut, ich habe das selber gar nicht gefunden, sondern Freundinnen haben das für mich gefunden. Das hier auch? Das passt sehr gut. Und die zwei Teile. Freue mich richtig. Das ist jetzt noch der krönende Abschluss. Mittlerweile muss ich trotz flacher Schuhe sitzen. Der Abend war anstrengend, aber mindestens genauso schön. Ich habe ganz viele Frauen kennengelernt, wir haben uns hier ausgetauscht, wir haben uns gegenseitig beraten. Und ich habe genauso viele Teile wieder mit zurückgenommen, wie ich hergebracht habe. 3 Stück, ein Rock und ein Hosenanzug. Damit bin ich richtig zufrieden. Also, es lohnt sich.